Es gibt weltweit nur zwei, höchstens drei Messeinrichtungen und Schießplätze, an denen man so genau wie hier verfolgen kann, ob die Flugkörper, die in der deutschen Marine eingeführt sind, im Gebrauch das tun, was wir von ihnen erwarten. Insbesondere sind hier die Verkehrsverhältnisse am Kap der Stürme, wie es eigentlich heißt, und wie wir in den letzten Tagen gemerkt haben, deutlich günstiger als in europäischen Gewässern. Wir können hier die Sicherheit nutzen, die bei uns in unseren Gewässern fehlt. Die Lagebesprechung vor dem Schießen. Wie wird morgen das Wetter sein, wie stürmisch die See und wie steif die Brise? Alles auf Grün. Tornado-Jets sollen den Verband mit Kormoran-Raketen angreifen. Die Fregatten wollen die Kormorane mit Sea Sparrow-Flugkörpern aus der Luft holen. Auch die Bekämpfung von Drohnen steht auf dem Serial Plan. Ruhe vor dem Sturm. Am nächsten Morgen. Alle Soldaten sind auf Gefechtsstationen. Sicherungsschalter G1, G2 auf 1. Der Verband in Gefechtsformation. Die Overberg Air Force Base der Südafrikaner. Die Soldaten des Jagdbombergeschwaders 32 bereiten die Tornados auf ihren Einsatz vor. Alle Flugbewegungen, Schüsse und Manöver werden von Sensoren erfasst und hier ausgewertet. Dann der erste Durchgang. Erst einmal nur ein Überflug, aber in atemberaubender Tiefe über den Verband. In der Operationszentrale der Fregatte Brandenburg werden die Waffensysteme hochgefahren. Der nächste Durchgang ist scharf. Der Feuerleitoffizier muss sein Ziel schnell erfassen. Grün auf C1, grün auf C1. Feuer auf C1. Feuer auf C1. Bist du der Fly? Halt dir das F20. 20 verstanden. Alle Stellen von der Elbow Assessment ist Kill. Die Drohnenabschussstation. Ziel der Fregatten ist, möglichst nahe an den unbemannten Flugzeugen vorbeizuschießen. Sie vom Himmel zu holen, ein zu teurer Spaß. Brille Alpha von Elbow Befehle, Zielwechsel, zweite Drohne. Zielanweisung RAM 1, Abteilung 270, Abstand 11. Verstanden, Zielanweisung RAM 1, Abstand 11. Richtig. Elbow von Ecke. Elbow. Meldung RAM 1 am Ziel. Verstanden, RAM 1 am Ziel. Willkommen ins Feuerraum. Feuerraum! Hilfe den Schleif. Der Lenkflugkörper streift knapp an der Drohne vorbei. Gut gegangen. Order erstellen von Elbow India für RAM. Kill Assessment an alle Stellen dieser Anlauf ist der B endet. Insgesamt 4 Wochen üben die Fregatten Brandenburg, Niedersachsen und der EGV Frankfurt am Main am Kap der Stürme, auch mit den Südafrikanern. Im Mai wird der Verband dann die Operation Active Endeavour im Mittelmeer unterstützen. Nach einem halben Jahr Einsatzlagen werden die Schiffe dann im Juni endlich wieder zu Hause sein.